Es ist mal wieder ein neuer schwarzer Tag für die Freiheit. Am Morgen hat der Prozess gegen 17 Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet begonnen. Die Anklage: Terrorunterstützung. Axel Storm berichtet. Wir wollen Freiheit. Freiheit für die Journalisten. Lautstarke Forderungen vor dem Gerichtsgebäude in Istanbul am Morgen. Es sind einige Dutzend, die ihrer Wut Luft machen, obwohl es durchaus Mut braucht, das zu tun. Dieser Prozess ist ein Prozess, in dem der Journalismus als solcher angeklagt wird. Es wird versucht, alle Journalisten mundtot zu machen. Ein Prozess, in welchem der Weg zur Wahrheit abgeschnitten werden soll. Es geht nicht nur um die Cumhuriyet-Redakteure und Schreiber, sondern es geht hier um alle Journalisten in der Türkei. 17 Journalisten einer der ältesten Tageszeitungen des Landes stehen vor Gericht. Einige von ihnen sitzen seit rund 7 Monaten in Untersuchungshaft. Allen wird vorgeworfen, mit Terrororganisationen zusammengearbeitet zu haben. Unter ihnen auch Ex-Chefredakteur Can Dündar, der inzwischen in Deutschland im Exil lebt. Die Türkei im Jahr 2017. Ein Land, in dem ein Artikel, ein Radio- oder Fernsehbeitrag ins Gefängnis führen kann. Wer veröffentlicht und kritisiert, die Regierungspartei AKP oder gar den Staatschef selbst, dem drohen wie den 17 Angeklagten Freiheitsstrafen von bis zu 40 Jahren. Es ist eine komplett inhaltslose Anklageschrift. Schlimmere Worte dazu möchte ich nicht nutzen, da ich mir sonst Ärger einhandle. Aber wir haben es sehr schwer. Die Angeklagten sitzen hier ein im Gefängnis Silivri. Der Kontakt zu ihren Anwälten ist ihnen nur eingeschränkt erlaubt. Scharfe Kritik am Cumhuriyet-Prozess kommt aus der ganzen Welt. Wir fordern die Freilassung aller Journalisten und wir fordern die Freiheit und Freilassung aller Menschenrechtler. Und von daher hat dieser Prozess wichtige symbolische Bedeutung. Heute ist der Tag der Pressefreiheit in der Türkei. An diesem Tag sitzen mehr als 160 Journalisten im Gefängnis.